Terima kasih telah menonton! So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße sie alle ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XCB. Heute ist Freitag, der 8. September 2023. Und Sommer summarum hat sich die Lage eigentlich nicht groß verändert. Ähm, Im Vergleich zu gestern. Es bleibt irgendwie so ein bisschen durchwachsen, das Bild, wie sie sich darstellt, besonders in Bezug auf den Spider, auf die Qs. Ähm, sehen wir keine Rückerobung der 5-Tage-Linie. Gestern ja ein Gap Down zu sehen bekommen. Kein Follow-through wiederum. Das ist wieder ein leicht positives Signal. Dadurch hat der DAX auch so ein bisschen nochmal ähm, den Break tiefer auf der übergorenen Zeitebene unter 15.500 abwenden können. Das ist immer noch die Option auf der Stunde. Hatten wir ja unter der Woche jetzt mal ein mögliches höheres Tief thematisiert, eine inverse schulter schulter die sich herauskristallisiert. Aber sonst, ja, sonst ist die Situation nahezu unverändert. Macht es ähm, ja, für heute schwer, Themen zu finden. Wirtschaftsdatenkalender ist ganz dünn, Earningskalender ist ganz dünn. Aber nichtsdestotrotz, wir werden, auch wenn es heute ein bisschen technischer wird und nicht ganz so ähm, reichweitenstark, das ist ja heute eher so ein bisschen was für die, für die ähm, äh, spezifischere Fraktion hier, ganz besonders für die Trader eventuell interessant. Wir schauen mal auf zwei Einzeltitel, die vielleicht ganz interessant sind: Doku-Sign, die heute nach, äh, gestern, nachbörslich, Verzeihung, Zahlen vorgelegt haben. Und dann werfen wir noch einen Blick auf UiPath, die haben vorgestern Zahlen vorgelegt und gestern extrem stark performt, meiner Einschätzung nach. Und ähm, prä präsentieren sich prädestin prädestiniert für ein sogenanntes Second-Day-Play. Was es damit auf sich hat, wie gesagt, Gesagt. In wenigen Sekunden gibt es dazu mehr, bevor wir ganz offiziell starten. Zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet gehen, mit dem hohen Risiko einher schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xcbcom de kostenlos eine Demo herunter, teste deine risikofrei, schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Und sofern man das mit Ja für sich beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto natürlich zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen auf der Website exzp.com/de. Darüber hinausgehend auch gerne den Kundensupport im Berliner Büro kontaktieren für Fragen. In eigener Sache ganz kurz, ganz besonders jetzt in dem Hinblick auf die Plays und mögliche Trading-Ideen. Alles, was ich jetzt hier gleich präsentiere, bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen. Das ist rein informativ, rein edukativ. Sollten Fragen aufkommen, gerne unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion diese stellen. Aber nochmal, bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Alles rein indokativ, alles rein informativ. Dann hier einmal die Kontaktdetails von XDB. XDB als Broker kurz vorgestellt, bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet vom Broker, weil die Gründe die dazu geführt haben, findet ihr hier in der Mitte aufgelistet. Dann einmal die x -Station, dann vielleicht als herausragendes ähm, Trading-Tool hier ganz besonders herausgestellt und genau in diese wollen wir jetzt schauen. Und wie gesagt, jetzt schauen wir mal in die Plays, ähm, die sich hier vielleicht heute herauskristallisieren, in einem sonst vielleicht recht unspektakulären Wochenschluss. Aber nichtsdestotrotz, Nichtsdestotrotz, wir als Trader, wir sind immer nur so gut wie die Aktie, die wir handeln. Und genau da gilt es dann entsprechend eben spezifische Plays ähm, herauszukristallisieren, uns die Kirschen herauszupicken. Und wie gesagt, UiPath und auch sein könnten da interessant sein. Wir wollen mit UiPath beginnen. Ganz kurz zur Erinnerung. UiPath einmal hier mit den Earnings. Earnings am Mittwochabend veröffentlicht. Ich hatte sie ähm, getwittert gehabt, bei mir über den ähm, ähm, Twitter-Account. Adjusted EPS, bereinigt der Gewinn pro Aktie, 9 Cent, besser als erwartet, 3 Cent. Sales, also Umsatz 287 Millionen gegen 282,14 Millionen. Besonders bei Path von Interesse natürlich der Wachstumsausblick für das laufende Quartal 313, bis 318 Millionen gegen 315,33 Millionen, also leicht marginal über der Erwartung und dann der Full Year Revenue für das gesamte Geschäftsjahr 2024 ist es in dem Fall aus Rechnungslegungstechnischer Rechnungs Perspektive bei den 1,273 bis 1,278 Milliarden gegen 1,27, also leicht drüber. Nichts dramatisches, aber nichtsdestotrotz die Aktie hat das sehr sehr positiv aufgefasst. Wir sind hier auf 5 Minuten Basis gelaufen. Und was ich jetzt mache, um ein mögliches Play zu identifizieren, ist erstmal, ich brauche ein spezifisches Setup. Also ich brauche möglichst einen News-Katalysator, der die Aktie erstmal heiß werden lässt. Den haben wir mit den Earnings logischerweise. Wir haben einen insgesamt sehr, sehr soliden Lauf zu sehen bekommen in der Aktie, schon in die Earnings vielleicht auch hinein. Auch das spiegelt sich wieder und wir haben vor allem stark gehalten. Also nach dem initialen Opening Drive, der stark gelaufen ist, haben wir über den Tag hinein, in den Abend dann, also deutscher Zeit, haben wir diese Gewinne halten können. Und ähm, diese Konsolidierung, die spielt für heute eine wichtige Rolle. Wir können das Ganze jetzt nochmal, könnten es erweitern. Ähm, zum Beispiel könnten wir einen sogenannten volumengewichteten Durchschnittspreis reinlegen. Der verläuft, also das ist der durchschnittlich bezahlte Preis für die Aktie am gestrigen Handelstag. Der verläuft knapp hier unterhalb tatsächlich dieser ähm, blau gestrichelten Linie. Ist jetzt hier visuell nicht eingefangen. Und ähm, der liegt ungefähr um 17, 17,60 Pi mal Daumen. Okay, also, um jetzt die Kriterien zu erfüllen, für sogenanntes Second Day Play, denn das ist ja der zweite Tag, nicht der Tag direkt nach den Earnings, so wie gleich bei Doku, sondern jetzt ist es der zweite Tag. Was ich sehen möchte, ist erstmal, dass die Aktie eine mindestens eine ATR läuft für den Handelstag. Das gucke ich mir auf Tagesbasis an. Da werfen wir mal kurz einen Blick drauf. Und. Den gleitenden Durchschnitt, den können wir jetzt hier an der Stelle einfach mal ignorieren. Ja, der spielt jetzt hier keine Rolle. Wir wollen die ATR wissen. Da holen wir die ATR hier rein. 22 Handelstage hat einen Handelsmonat im Schnitt. Das heißt also, ich gucke mir im Grunde genommen die Schwankungsbreite, die durchschnittliche, für die letzten vier Wochen an, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die letzten 22 Handelstage. Wir sehen da unten, die liegt ungefähr bei 75 Cent. Nun da können wir jetzt, ich nehme ihn hier wieder raus, dann ist es nicht so überladen. Zack, einmal eine 5-Minuten-Chart uns reinholen. So, und was können wir sehen? Nun, offensichtlich von rund 16 Dollar gestartet, gegen 18 Dollar geschlossen. Hm, das ist deutlich mehr als 75 Cent. Also das sind rund zweieinhalb ATR, die wir hier gelaufen sind. Dieses Kriterium ist also erfüllt. Dann wollen wir einen Tagesschluss im Bereich der Tageshochs sehen. Auch das ließ Sie sich quantifizieren. Wir könnten sagen, mindestens innerhalb von 25% Prozent der Tageshochs wollen wir schließen. Das ist in diesem Fall jetzt hier definitiv gegeben, weil wir auf den Tageshoch geschlossen haben. Und damit ist das Kriterium für so ein Second-Day-Play ist das erfüllt. Und jetzt ist ein mögliches Play, was wir ihm formulieren wollen. Und ähm, das ist relativ simpel, fast schon, möchte ich fast sagen. Also erstmal übergeordnet mögliches Kursziel, was wir anvisieren. Ich möchte das als reines sogenanntes Momentum-Play handeln. Das heißt also, ich gucke mir hier an, auf der Oberseite, wo sind potenzielle Widerstände, die sich jüngst herauskristallisiert haben über die letzten Wochen, Monate eventuell. Wir sehen potenzielles Ziel um 19 Dollar und darüber um 20 Dollar. Also da ist durchaus nochmal Potenzial hier von einem vielleicht sogar zwei Punkten, was bei einer 18 Dollar Aktie natürlich enormes Aufwärtspotenzial ist schon Risikoverhältnis technisch. Und was wir dann machen wollen, ist im Endeffekt eigentlich, dass wir sagen, okay, jetzt brauchen wir ein Setup ausgehend von welchem wir dann in den Trade reinkommen. Und meine Idee wäre zwei Szenarien. Szenario Nummer eins wäre, wir sehen einen kurzen Flash hier in diese Region um den durchschnittlich bezahlten Preis von gestern. Ich zeige das mal hier vielleicht in Orange ein. Wir können den aber halten und sobald wir dann von hier wieder aufdrehen, wäre das ein Zeichen, dass wir für den Tag long sind. Ganz spezifisch könnten wir sagen Durchschnitt, Volumengewichteter durchschnittspreis für den heutigen Tag Rückeroberung oder Back through Open zum Beispiel Eröffnungskurs gucken wir uns an, ähm, dann den Break zurück und würden das entsprechend so handeln. Ja, also, das heißt, kurzer Flash. Wir sehen, Käufer kommen rein und wir gehen auf neue Hochs. Alternativszenario wäre: Das ist Szenario Nummer 1. Alternativszenario ist, wir müssen mal gucken, wie die Vorbörse jetzt läuft, aber wir brechen gleich über die gestrigen Tageshochs, halten deutlich über der 18, 18,10 an der Stelle. Zur Eröffnung, kurzer Opening Drive, können dann allerdings. Also, beziehungsweise wir machen das mal ein bisschen länger hier. Ziehen wir ein bisschen länger, kommen dann hier rein. Aber wir sehen auch hier, Käufer reinkommen und würden solch ein Szenario long handeln wollen. Und alles mit dem Ziel auf der Oberseite 19 beziehungsweise 20. Und das als reines Momentum, sobald sich das abschöpft oder erschöpft, würde ich eben den Trade rausnehmen. So würde ich OIPath heute am zweiten Tag auf die Earnings folgend handeln. Dann haben wir noch Dokusign. Dokusign hat. Ähm, auch starke Zahlen vorgelegt. Auch hier einmal kurz der Blick drauf: Gewinn pro Aktie 72 Cent. Das war gestern nachbörslich, also heute Freitag, der 8. am 7.9. Donnerstag. Nachbörslich die Zahlen vorgelegt: 72 Cent gegen 66 Cent erwartet. 6,87, gegen 677,56. Auch hier, das ist ein potenzieller Wachstumstitel. Ähm, eventuell auch hier der, der Ausblick: die Guidance. Der Ausblick höher als erwartet, sowohl für das aktuelle Quartal, 6,87 bis 6,91 gegen 6,86 und 2,725, 2,737 Milliarden gegen 2,72, also auch marginal drüber. Upside-Downside-Beat, starke Guidance, Gap ebenfalls aufwärts. Wir sehen das in After Hours hier, Doku sein da mit 2,8% aktuell um 54 leicht unterhalb handelnd drei ähm, Millionen Stücke umgegangen im Schnitt gehen in Doku -Sign, das habe ich hier mal Fingus mal aufgemacht gehen rund drei Millionen Stücke um das heißt also das durchschnittliche Volumen ist gestern einmal in der Nachbörse auf die Earnings gelaufen heißt Aktie wird also offensichtlich aktuell als interessant erachtet das ist ein ganz klares Indiz dafür so und ähm, jetzt haben wir natürlich bis dato keinen vorbörslichen Handel keinen Handelsverlauf aber hier oben haben wir eine wichtige Region nämlich um 55 starker Widerstandsbereich das wird das Schlüssellevel sein wir wollen sehen dass wir diese Region attackieren können, im Bereich der Eng konsolidieren, knapp drunter und eventuell einen Break höher zu sehen bekommen. Das müssen wir erstmal abwarten, ob wir so reinkommen und dergleichen. Aber im Hinblick auf Doku-Sign sei an der Stelle gesagt, das Schlüssellevel ist die 55. Da ist nochmal ein bisschen was zu machen. Also, das heißt, da muss in der Vorbörse jetzt nochmal ein bisschen Action kommen. Die Böden müssen noch mal zeigen, okay, wir wollen die Aktie wirklich haben. Wie gesagt, knapp unter 54 gestern aus dem nachbörslichen Handel gegangen. Das heißt, also nach oben ist noch ein bisschen Luft. Aber sobald wir diesen Bereich anlaufen, wird es interessant. Auch dann sind wir noch nicht pauschal long, aber wir würden ein Break und ein Halten oberhalb, so ähnlich wie wir es gerade hier skizziert hatten, für UiPath, ähm, würden wir ganz genauestens beobachten, denn das könnte ein Signal sein, dass in doku sein, dann Run bis 57, 58 Dollar eventuell in den Wochenschluss denkbar wird. Also, heute mal ein bisschen technischer, heute mal ein bisschen Trading belasteter oder ja Trading belasteter, Trading aus ähm, 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 Blick technischer. Nächste Woche haben wir wieder einige Makro-Events, Mittwoch mit den Inflationszahlen, jetzt ist das mal Wochenende. Happy Trading. Passt dieses Obs auf und am ähm, Montag hören wir uns dann hier an dieser Stelle zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB wieder. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Bis dann. Und tschüss.